Herzlich willkommen zu der Sendung RRO TV Sport. Heute zu Gast der Jens Blatter. Der Jens Blatter ist seit Jahren ein grosser Förderer vom Radsport in Oberprallis. Er hat euer eigenes Radrennteam und seit 2004 machst du jedes zweite Jahr den grossen Spendemarathon in Europa. Auch dieses Jahr ist wieder so einer auf dem Programm. Dazu kommen wir gerade später. Zuerst Jens Blatter. Wollen wir mal von dir wissen, die Radrennsaison ist in vollem Gang. Mit deinem Radrennteam bist du sicher auch schon in verschiedenen Rennen gewesen. Wie bist du bis jetzt zufrieden, wie es gegangen ist? Wir sind recht erfolgreich gestartet aus Oberwalliser Sicht. Seit Anfang März waren wir wirklich jedes Wochenende jetzt an einem Rennen gewesen, quer durch die ganze Schweiz. Wir haben zum Teil sehr talentierte Fahrer hier im Oberwallis, Junge, die mit der Nationalmannschaft auch schon im Ausland waren, die in Kroatien waren, in Holland waren. Und ja, also es hat ein paar Talente, die erfolgreich in Zukunft vor sich haben. Seit Jahren tust du eben so ein Radrennteam schon betreuen. Welche ist die Motivation von dir, dass du dich da einsetzt für den Radrennsport im Oberwallis? Also ich habe mit dem mal angefangen vor 8-9 Jahren, weil ich das Gefühl hatte, es sieht schlecht aus im Schweizer Radsport. Es ist ein Haufen gute Stars, Rominger, Zülle und. Und es war aber nichts, was hinten an neu kam und schon gar nicht mit uns im Oberwallis. Und dann habe ich das eigentlich gestartet. Und wenn du mal etwas gestartet hast, ein Projekt, ich war da Feuer und Flamme und lebe das Projekt in jede freie Minute. Und irgendwie ist mir das nie gegangen, bis heute aufzuhören. Vor 8-9 Jahren gestartet, gibt es grosse Unterschiede zu der Arbeit von damals, wenn du es gemacht hast, und jetzt? Ja, es ist schon alles viel professioneller geworden. Also wir haben am Anfang angefangen, nur mit zusammen zu trainieren. Ja, das hat ein anderes Tönig gehabt. Dann sind irgendwann einmal haben alle die gleichen Tönis gehabt. Irgendwann ist ein Fahrzeugpark dazu gekommen. Jetzt haben wir Team Velos. Und musst dann ins Ausland gegangen. Am Anfang ist man nur im Oberwallis gefahren, dann national ins Ausland. Und ja, wir sind schon gewachsen. Wie tut man eigentlich so mit jungen Rennen, Velorennen trainieren? Startet man das Fisch, fährt auf Seite und zurück? Ist das ein Training? Oder wie kann man sich das als Laie vorstellen? Das ist ein grosses Problem, das wir hier im Oberwallis haben. Wir haben natürlich hier nicht eine Dichte von 200 jungen Fahrern. Also wir haben eine Dichte von vielleicht 15, 20 jungen Fahrern. Und es ist schwierig. Der Jüngste ist irgendwie 10-jährig, der Älteste ist bald 20. Und der Jüngste mag am Älteren nicht mehr nach. Der 20-Jährige geht nicht mit dem 10-Jährigen trainieren. Mhm. Umgekehrt auch nicht. Und so machen wir verschiedene Gruppen, wo die Jüngeren miteinander fahren, die Älteren zusammen fahren. Und je nach Leistungsklasse, je nach Alter, fahren die halt weiter oder weniger weit. Dann brauchst du natürlich verschiedene Trainer, um das zu machen. Oder machst du alles selber? Das wäre eigentlich der Wunsch, den wir seit 8 Jahren haben und eigentlich auch suchen. Aber das ist verdacht schwierig, jemanden zu finden, der mit der Bocce Velo fahren kann, der nicht ein grosses Salär will oder auch nicht ein Häufchen von Angst zu trainieren, selber zu wenig. Und das ist das Problem, das wir haben. Und im Moment macht das hauptsächlich ich. Und ab und zu ist mal ein Vater, der mich mal ersetzt, wenn ich von der Arbeit aus nicht kann. Gehen die Jungen euch selbstständig trainieren? Machen die das euch? Kennen die das? Oder müssen wir da immer als Trainer dabei sein? Die kennen das, euch da ist. Aber mit gewissen Eltern kennen die das ganz alleinig. Die ganz Jungen ist ein bisschen gefährlich, alleinig auf die Straße zu lassen, hier mit diesem Verkehr. Die gehen halt mit den Eltern, aber die meisten bekommen von Woche zu Woche von mir einen Trainingsplan und haben den Pulsmesser und dann je nach Pulsfrequenz und je nachdem, was ich ihnen sage, trainieren. Das Gelände ist natürlich auch nicht gerade ideal, aber wir haben nur hier in der Talebene Strassen. Bergfahren, das wäre gut, da haben wir nicht Berge. Gibt es auch Bergspezialisten oder die das speziell trainieren? Das ist genau so. Wir haben zwei, drei sehr, sehr starke Bergfahrer. Und das kommt eigentlich auch zu gut. In der Schweiz ist praktisch jedes Rennen ist eine Steigung drin. Und reine Sprinterrennen gibt es mit uns nicht. Von dem her ist das Terrain hier mit uns nicht so schlecht. Was hier mit uns schlechter ist, ist eher der Wind. Es hat immer entweder kommt er von unten oder kommt er von oben und man fährt stundenlang gegen den Wind. Gegen den Wind ist ein gutes Training. Das sagen ein Häufchen, es ist ein gutes Training, es kann mal sein, es gibt Kraft, aber mit der Zeit macht es müde, es macht müde die Beine und es macht langsam. Also wenn einer ohne Wind mit 40 fahren kann und der im Wind mit 6,27 fahren kann, dann ist der, der 6,27 fährt, hat nie den gleichen Rhythmus wie einer, der mit 40 fährt. Wie ist das eigentlich, so ein Team, so ein Radrennteam im Oberwallis zu finanzieren? Ist das schwierig? Ist das aufwendig? Es ist aufwendig, wie wir es letztes Jahr hatten. Wir haben ein Budget von fast 500.000. Wie bringt man das zusammen?
Das sind eine Haufen Stunden betteln. Hier vorbeigehen, da vorbeigehen, telefonieren und machen und tun. Und mit uns ist es so, dass jeder Fahrer, wir haben mittlerweile bald in allen Vereinen auch einen Teil halt selber zahlen muss. Wie viel müsste so einer rechnen? So ein Nachwuchsfahrer, ist das aufwendig für dich? Also ein Nachwuchsfahrer zahlt jetzt auch nicht 1'000 Franken. Er muss das nicht selber zahlen, er kann für das Sponsoren suchen oder er kann für das auch Gönner suchen. Der Papa gibt mir 50er, die Mama gibt mir 50er und so summiert sich das. Und wir haben im Moment die glückliche Lage, dass wir genug Sponsoren zusammen haben, dass das eigentlich gar nicht bräuchte. Aber wir sind der Meinung, wenn der Fahrer selber auch etwas machen muss, dann sieht er, für was alles dahinter steckt. Du hast gesagt, dieses Jahr habt ihr ein steifes Budget. Warum das? Wir waren letztes Jahr 40 Fahrer von der ganzen Schweiz gewesen. Und da war ein riesiges Problem, dass der Jens halt nicht mit den Ältesten in Norwegen können, ein Wanderer Umfahrt sein oder Zoland. Und mit den Jüngsten hat er Munnerwalle sein und mit den Mittlersten, das war Italien. Ich kann mich schlecht dritteln. Und so haben wir es eigentlich ein bisschen zurückgefahren auf 20 Fahrer. Also wir sind von 40 wieder zurück auf 20 gekommen. Hast du im Moment Talente drunter? Was könnte eventuell für Furore sorgen im Radsport? Ja, also man kann aus Oberwalliser Sicht sagen, haben wir in praktisch in allen Kategorien sind wir in den ersten zwei, drei vertreten. Und ja, das ist eigentlich eine gute Aussicht. Die Frage ist nachher immer, mit uns in der Schweiz kommt nachher das Militär, irgendwann kommt in einem Alter eine erste Freundin. Und es kann so häufig passieren, dass man es schwer zu sagen, dass wir das Tag scheinen, wo Tour de France fahren kann. Wie ist die Unterstützung vom Verband Swiss Cycling? Wenn man sieht, es gibt kein Regionalkader oder Stützpunkt im Wallis, sonst in allen Kantonen oder so hat es Stützpunkte. Warum bin ich nicht? Das ist mit uns ein Problem, weil es braucht eine gewisse Infrastruktur, die wir im Wallis schlecht oder eigentlich nicht haben. Dann braucht es verschiedene Trainer mit Leistungsausweisen, die bis zu 2 Jahren in einer Ausbildung sind. Und, also ich glaube, jede freie Minute für das Team, aber mit dem Beruf aufzuhören und 2 Jahre eine Ausbildung zu machen, für das Team zu betreuen, das ist mir wirklich fast zu viel. Also quasi Profitrainer? Das sind Profitrainer. Was bräuchte ich? Ja, das sind Profitrainer. Wie siehst du den Radsport im Oberwallis? So, jetzt im Moment, wie stehen wir da? Oberwalliser Göpp, Velogöpp, da läuft auch nicht mehr gerade so viel wie uns schon. Wie siehst du es da? Das sieht wirklich nicht so gut aus. Sei es der Bike-Göb oder der Strassen-Göb, haben wir grosse Probleme. Es ist ein Phänomen, das einfach hier im Oberwallis ist. Und man hat in den letzten Jahren wirklich die Organisatoren von diesen Rennen häufig Sachen probiert. Das ist schwierig. Es ist einfach, im Lauf ist das ähnlich zu beobachten. Im GB Wären sind x Oberwalliser Läufer am Start. Und wenn im Oberwallis ein Lauf ist, sind wenige am Start. Und im Velofahrer ist das genau gleich. Wenn es war, grosse Masse ist. 3'000-4'000 Velofahrer sind jetzt häufig Oberwalliser und wenn halt nur noch 50 am Start sind, dann will sich niemand schämen. Wie siehst du es, der Schweizerische Stück? Du kommst natürlich auch an verschiedenen Rennen vorbei, in der Deutschschweiz, in der Westschweiz. Jetzt fährt bald die Tour de Suisse. Wie ist die Begeisterung noch für den Radsport in der Schweiz? Die Begeisterung ist überraschenderweise riesig immer noch. Man redet ja jedes Jahr wieder von neuen Rekorden an der Strasse von Zuschauern, was eigentlich überraschend ist. Zumal wir keine Fahrer mehr haben wie Rominger, Zülle, Kübelet, Cancellara. Ja, der Cancellara ist der einzige und das ist eigentlich für mich auch der Grund, wieso die Begeisterung immer noch da ist. Der Cancellara rettet im Moment ein riesen Loch und wenn der Tag, wo der Cancellara auffährt, hat der Schweizer Radsport ein riesen Problem. Kommt nichts hinten an, was das Kaliber hätte? Was das Kaliber hat, kann man als Holzarriere, aber kann man sagen, in den nächsten 10 Jahren kommt da nichts nach. Wird schwierig. Wird das riesig schwierig. Und das ist nicht das Problem, das wir jetzt haben. Es kommt jetzt wie Setzlinge, die aus der Erde kommen. Und überall in der ganzen Schweiz fährt es jetzt wieder an mit neuen Rennen, neuen Vereinen. Man macht jetzt viel für die Jungen. Aber man hat bis vor 5-6 Jahren hat man für die Jungen nichts gemacht. In der ganzen Schweiz, nicht nur hier im Oberwallis, in der ganzen Schweiz. Und das ist das Problem, das wir in den nächsten 10 Jahren haben. Eventuell das Image vom Radrennsport ein bisschen schlecht in den letzten Jahren, Dopinggeschichten und so weiter. Ist das vielleicht eventuell ein Grund? Das hat sicher auch dazu beigetragen. Aber ich denke, es gibt auch viele andere Probleme auch. Es gibt einfach ein riesiges Angebot für die Jungen heutzutage. Gerade hier mit diesem Oberwallis ist Fußball, Hockey das Thema. Mhm. Es ist viel einfacher auch für einen 9-Jährigen noch ins Fußball oder ins Hockey zu schicken, wo der Aufwand viel kleiner ist als im Velofahren, wo man einfach gerade auf einen Schlag muss, ein Rennvelo kaufen. Und wenn es nicht 3'000-4'000 Franken ist, hat der Botsch sowieso keine Chance. Mhm. Und dann macht er 1-2 Training und es gefällt mir nicht. Wie beurteilst du als Radspezialist im Moment die Doping-Situation? Kannst du einem Jungen
mit ruhigem Gewissen empfehlen, da so eine Radsportkarriere zu machen? Also wäre jetzt einer auf Stufe U19, das heisst, der ist 18-Jähriger, der Frankini Kilian. Das ist die letzte Stufe, bevor er in die Amateure kommt und nachher in die Elite. Und der fährt in der Schweiz, ist er im Moment im Jahresklassement Zweiter. Er ist ein Kandidat wieder für den DM und vor allem vielleicht für die Weltmeisterschaften zu gehen. Und auf diesem Niveau nur ist das tiptop möglich. Ja. Also ich lege die Hand ins Feuer, dass der ganz sicher so überein ist. Und der fährt auch vorhin oder mit. Und für einen höheren Beruf habe ich nach wie vor meine Zweifel. Und zwar aus dem Grund, wenn sie vor 10 Jahren gedopt haben und die Skifahren jetzt schneller. Es gibt jedes Jahr neue Rekorde. Und das sind ja die vor 10 Jahren Double gewesen, wenn die gedopt haben und die jetzt nicht dopen und gleich besser sind. Aber das ist ja doch ein bisschen schwierig, eben die Jungen für etwas zu begeistern, das eben ohne Hilfsmittel dann nachher schwierig ist zu erreichen. Ja, das denke ich. Das ist eine Frage, die man einen 10-Jährigen mal gestellt hat. Wie sieht das uns ohne Doping? Kann ich es als Profi machen? Das ist eine Antwort, die nicht einfach ist. Aber ich denke, wenn man im Oberwallis mal ein Profi-Talent rausbringen kann, der Tour de France fahren kann, wird ein Riesenziel erreicht. Mein Ziel hauptsächlich ist, dass die Jungen nicht auf der Straße sind, dass sie etwas machen und etwas Gesundes machen. Und Velofahren ist gesund. Und nicht so, wie wenn ich es im Beruf auf der Notfallstation gesehen habe, wo 12, 13, 14-Jährige gelaufen kommen und halb kommen. Und das ist eigentlich mein Ziel. Aber bis zu dem Alter U19 oder so kannst du sagen, da geht das gut. Nachher ist dann natürlich jeder selber verantwortlich. Ja, also es gibt schon bei den Jungen gibt's Verdachte, ehrgeizige Väter und Mütter. Das gibt es, ich denke, in jeder Sport und Sportart. Und ob jetzt da, also sicher nicht mit Epo und so, oder von anderen Sachen, aber ich glaube, es gibt Eltern, die für ihr Kind alles würde machen, für das sie Erfolg haben. Aber im höheren Beruf ist es, würde ich nicht die Hand ins Feuer legen und sagen, es ist jeder jetzt über. Nach wie vor eine schwierige Situation als im Radsport, kann man sagen. Reden wir auf etwas anderem. Auch dieses Jahr wieder Spendenmarathon, wenn du durchführen tust, 2004 war der erste gewesen. Nachher alle zwei Jahre hast du das gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen? Warum machst du das? Es war eigentlich die Idee gewesen, vor dem Nachwuchsteam, habe ich aufgehört, Rennen zu fahren. Ich war Elitefahrer, habe aufgehört, Rennen zu fahren. Und das wollte ich eigentlich dem Radsport treu bleiben. Und ohne Ziele kannst du irgendwann dick und hörst auf trainieren. Ich bin dir noch nicht, gar nicht davon. Nein, hoffentlich nicht. Und irgendwie am Abend habe ich nicht schlafen, es war 11, 12 oder nur später im Bett. Und da ist die Idee entstanden, dass ich eigentlich ein Velo fahren für einen guten Zweck. Und so ist das Projekt entstanden. Du sammelst da Gelder für Afrika, für ein Hilfsprojekt. Du hast schon ganz viel sammeln, über 200'000, glaube ich. Bist du selber auch schon am Brick bei diesem Projekt? Wie hast du das erlebt? Also das ist immer ein Riesenerlebnis, ein sehr, sehr emotionales Erlebnis. Wenn ich nach dem Spendenmarathon komme, wird zurück und sage, so jetzt, das war es wirklich das allerletzte Mal. Das haben wir bis jetzt alle 5 Mal gesagt. Und dann geht man da drinnen, bringt das Geld da drinnen. Und es ist nachher wie eine Sucht. Und ich sage auch immer, ich könnte eher mit dem Nachwuchsteam mal auf das Tagesschiff hören, als mit dem Spendenmarathon. Das ist wie eine Sucht. Du bist unten an, siehst, wie du helfen unten an. Du siehst alle Kinder und du siehst die, wenn du zurückkommst, auch noch hier im Oberwallis. Am Abend im Bett vor dir siehst du die Augen der Kinder, wie die zufrieden sind und wie du denen helfst. Und das Geld kommt immer voll an, Dambri. Das Geld bringen wir immer da drinnen. Und dann kann ich das Gewissen, würde mich nie loslassen, sagen, ja, jetzt leben wir es, jetzt habe ich genug geholfen. Weil wenn wir nicht mehr helfen, dann sterben da unten auch einfach Kinder. Und die brauchen Hilfe, ja. Die brauchen Hilfe, ja. Dieses Jahr wieder quer durch Europa, Berlin, Paris und so weiter. Jeden Tag fast 300 Kilometer, wie ist das machbar? Ja, das ohne Doping? Ohne Doping, garantiert, sicher. Das ist der Unterschied zur Tour de France. Wir machen zwar mehr Kilometer, fast 2000 Kilometer mehr, in einer Woche weniger als Ski, aber wir machen es halt viel, viel langsamer als Ski. Also eine Tour de France fährt am Tag 5 Stunden und wir fahren am Tag halt zwischen 10 und 12 Stunden. Aber das macht es euch härter. Ich glaube, spätestens nach dem zweiten, dritten Tag, wo man 300 Kilometer gefahren ist, macht einen Sinn daran. Ihr seid das Rechtsteam, das unterwegs sind, nicht nur Fahrer. Das braucht eine rechte Organisation, für das auf die Beine zu stellen. Ja, eigentlich sind wir schon lange darüber am diskutieren, ob man nicht einen Fixangestellten nehmen will, der das professionell managen würde. Die Gräse haben wir mittlerweile erlangt. Wir haben fast 500'000 mittlerweile gesammelt. Doch schon. Ja,
ich habe einfach damit ein emotionales oder ein Gewissensproblem, dass ich jede Sekunde kostenlos investiere in das Team und in den Spendenmarathon. Und nachher plötzlich jemanden anstellen kann, wo ich einen Lohn zahlen muss. Und dieses Jahr wieder eine Schuppe dabei, die da mitmachen tun. Fahrer, Betreuer. Ja, wir sind über 60 mittlerweile, wir haben 70 Plätze. Und wir rechnen, also bis zum Schluss die 70 Leute werden sein. Wir werden wieder 35 Velofahrer und 35 Helfer sein, die die 5000 Kilometer unter den Zehner annehmen. Und du, auf dem Velo, machst du alles mit? Die Idee ist ja, dass ich alles mitmache. Ich habe jetzt ein letztes halbes Jahr also trainiert, wie seit Jahren nicht mehr. Also kein Problem für dich, das durchzustehen? Ja, das ist schwer zu sagen. Mhm. Es kann Häufe zusammenkommen, man kann irgendwie unterwegs etwas auflesen, man kann einen Sturz haben auf 50 Kilometer, ein Abenteuer, da kann so viel passieren, aber von der Form her sollte es kein Problem sein. Wichtig ist natürlich, wenn man so Schupp unterwegs sind, dass man möglichst unfallfrei zurückkommt. Aber natürlich, der eine oder andere Zwischenfall kann es immer geben. Ja. Habt ihr schon schwierig erlebt? Also wir sind mittlerweile bald 15'000 Kilometer gefahren und haben den einen oder anderen Sturz gehabt. Aber ich glaube, man kann schon an einer Hand aufzählen. Mhm. Und das Schlimmste war einer, der Schlüsselbein gebrochen hat. Und Schuster sind wir eigentlich wirklich glimpflich davon gekommen bis jetzt. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man eben die Fahrer wieder heil zurück ins Oberwallis bringen tut. Ja, ich denke, das ist das Ziel Nummer eins. Vor der Spende noch ist, dass alle gesund zurückkommen. Und das Ziel Nummer zwei sind hauptsächlich der, dass schön viele Oberwalliser wieder Kilometer kaufen und dass wir eine Haufen Spenden sammeln. Du hast es angesprochen, das ist eine Herzensangelegenheit von dir, der Spendenmarathon. Bis jetzt alle zwei Jahre geht es in diesem Rhythmus weiter? Ja, es ist eine Frage, die von allen Seiten kommt. Wenn man mal Kinder bekommst, die Privatfrage. Die können auch mitkommen? Die können dann früher oder später auch mitkommen, ja. Genau. Die Freude macht euch schön mit, Marion. Mhm. Und im Moment ist es geplant, dass wir den Zwei-Jahres-Rhythmus weitermachen. Wir haben nicht jedes Jahr, weil es einfacher ist, alle zwei Jahre zu betteln, als jedes Jahr. Und ich denke, drei Jahre ist auch gefährlich, dann geht man irgendwie vergessen. Und immer eine andere Strecke? Immer eine andere Strecke. Wir sind jetzt schon, bevor wir gestartet sind, hier schon an der Planung von der Strecke für in 2014. Aha. Und die Strecke, da könnt ihr nie verfahren, wenn ihr da quer durch Europa geht? Wohl, das ist ein Problem, aber vielfach haben wir die GPS-Geräte, die man mit dem Auto hat. Mhm. Und vielfach nehmen die halt den kürzesten Weg und der geht über die Autobahnen. So sind wir auch schon auf Autobahnen gelandet, in Deutschland und in Italien. Aber man wird immer so 10% auf der Etappe draufrechnen, wo wir mehr machen durch Umwege. Also die Zukunft geht weiter von diesem Spendenmarathon. Hast du auch Ziele pro Jahr? Weil das könntest du innen oder lässt dich da überraschen? Da lernen wir immer überraschend. Wir haben mal angefangen mit 30'000 von einem Event, das ein riesiger Erfolg war und was wir nie gedacht hätten. Mhm. Und sind mittlerweile beim letzten Event auf 150'000 gewesen. Und ich denke, wenn wir dieses Jahr 100'000 sammeln, ist das nicht ein dramatischer Verlust im Vergleich zum vorderen Mal. Es sind 100'000 Franken, die helfen. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Gehst du dieses Jahr wieder in Brie nach Afrika? Geh schauen, wie es aussieht. Wir haben einen schönen Turnus, alle zwei Jahre einen Spendenmarathon und immer den, wenn wir noch nicht machen, gehen wir rein. Und wir sind mittlerweile so, dass wir immer Oberwallis eine ganze Delegation mitnehmen. Wir waren letztes Mal 12 Leute vom Oberwallis, die dabei sind gegangen. Und das machen die euch als ehrenamtlich, dass die drei selber berappen? Das zahlt jeder, der mit war, zahlt seine Reise selber. Also die Reise und unten sind wir dann natürlich eingeladen von diesen Leuten. Also, Spendenmarathon geht weiter. Wie sieht es uns mit dem Radrennteam, wie Race for Children? Geht das auch weiter? Bleibst du auch noch am Ball? Wir hoffen, dass das auch weitergeht. Ja, es wäre schade, jetzt die Nachwuchsarbeit, die wir viele Jahre gemacht haben, aufzuhören. Aber nichtsdestotrotz komme ich älter und bin fest am Suchen, mal hoffentlich einen Nachfolger zu finden, der mich mal würde ablesen würde. Was hat es so meiste Erfolg, wenn es eventuell zu einem Profi schafft, bei denen, die du jetzt betreut hast? Ja, ich habe immer gesagt, wenn es ein Tag wenn wir angefangen haben, der Älteste war 12 Jahre gewesen. Und mittlerweile ist er gewachsen und vor einer Elite-Kategorie. Also das heisst, die letzte Kategorie vor Profi, vor der mit. Und es kommen Junge nach, die auch Trikot und Stossen. Und wenn das ein Tag mal einer sollte schaffen, ja, dann. Aber der Sprung vom Amateur zum Profi, der ist natürlich recht gross. Es ist von Amateur zum Elitefahrer ist schon riesig und vom Elitefahrer nachher zum Profi ist nochmal riesig. Und da haben wir einfach ein Schweizer Problem, dass wir kein Schweizer Profiteam haben. Wir haben ein BMC-Profiteam, aber da fährt halbes Team, sind leider Ausländer.
Und es ist schwer als Schweizer ein wahres Team zu bekommen, weil die Italiener schauen den Italiener, die Spanier schauen den Spanier, ja. die Deutschen und der Schweizer schaut halt niemand. Mhm. Selber ein Profiteam machen? Das ist schwierig. Ein Profiteam hat ein Budget von 10 Millionen und aha. Wenn der EHC Fischb ein Budget hat von 3 Millionen, will ich nicht auf Zürich gehen von 10 Millionen. Aber etwas Schweizerisch, das ist auch schwierig für dich, wenn so ein Angebot eventuell käme. Ich hatte das Angebot schon zweimal gehabt, ins Profiteam einzusteigen und da eine Funktion zu übernehmen. Aber es ist irgendwie, müssen die Nachwuchsarbeit aufhören und das lässt mich nicht in Ruhe. Und ich denke, meine berufliche und familiäre Zukunft ist hier im Oberwallis und nicht hier an der Kantonsgrenze. Bleibst du lieber bei dir? He? Ich bin lieber ein Walliser. Jens Blatter, wir kommen langsam zum Schluss. Jetzt so, die Saison ist in vollem Gang. Der Spendenmarathon läuft euch bald im Juli. Was hättest du am meisten Freude, wenn alle gesund zurückkommen vom Spendenmarathon und ein Haufen Geld kommt? Oder wenn einer von deinen Fahrern zum Beispiel eine Europameisterschaft eine Medaille würde machen? Es sind zwei ganz andere, wie soll ich sagen, also ich wäre bei beidem sehr zufrieden. Mhm. Wenn ein Nachwuchsfahrer eine Medaille macht, ich glaube, der nimmt euch der Jens mal einen Schluck. Was er schon viel macht. Nein, was er schon nicht so macht. Aber also das Emotionale ist schon der Spendenmarathon. Und wenn wir möglichst viel Spenden können sammeln können, das macht mich wirklich glücklich. Das ist für dich noch gerade ein Nummer grösser. Das ist ein Nummer grösser, weil euch von der Organisation her, also ich war jetzt seit zwei Jahren wirklich praktisch jede freie Minute. Wenn ich das letzte Mal im Ausgang oder im Kino war, war ich, weil ich jede Sekunde dahinter bin. Jens Blatter, besten Dank für den Besuch im RRO TV Sportstudio. Natürlich viel Erfolg mit deinem Radrennteam, aber natürlich auch alles Gute für den Spendemarathon im Juli und natürlich ein grosser finanzieller Erfolg bei dem Spendemarathon für durch die Oberwalliser Bevölkerung.